Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Schauen wir uns also hier mit dem blauen Rufus, glaube ich, erstmal noch ein wenig um. In den Gully hatten wir ja schon geschaut, aber hier drüben ist noch ein Rohr. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Rohr, weil sonst ist hier nichts mehr gewesen. Wir hatten alles angeschaut. Oh, okay. Da ist ein Knopf, eine Kiste. Ich drücke mal auf den Knopf. Was ist das? Was ist das? Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Eine solarbetriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Völlig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst von nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie einen Rat, liest nie eine Morgenzeitung. Hast von nichts mehr alle und hast doch nur eigene Meinung. Und das ist okay so. Dann holst du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir, sagst du, geht's. Warum kriegen alle Spacken was gebacken und ich nente? Warum bleibt die ganze Kacke am Backen? Alter, wenn die dir nicht helfen lässt, dann bist du selber schuld daran, willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grill auf der Pupille? Hast du was am Sehorgan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Dip Dab Dobo, schau mich an. Ey, Cowboy Dodo, Spot auf den Cowboy der Barbara. Was sagt man dazu? Der Organon ist ein Cowboy Dodo-Fan. Jetzt, da er abgelenkt ist, muss ich nur noch eine offene Kiste finden. Vorzugsweise eine, die nach Elysium mitgenommen wird. Und schon heißt es Goodbye Deponia. Schade, dass Goal nicht hier ist. Ich hätte ihr Schicksal nicht diesem blöden anderen Rufus überlassen sollen. Ach ja, wenn man nicht alles selber macht. Ich wette, die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Safthainis. Das bist doch auch du. Dann ist das hier ja sehr wahrscheinlich Smudo, ne? Ich habe mich schon gefragt, wo sie Smudo mit einbauen, aber dann war er das schau eben. Schau mich an. So blöder Fatzke. Was soll's? Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Oh, schau mit so. Ah, okay, ist das gleiche. Was haben wir denn hier so? Laut Etikett geht die hier zur Kontrollebene, also nicht nach Elysium. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Okay, okay, was haben wir denn hier? Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Hä, und wie will er da reinpassen? Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Ah, okay. Also die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Laut Etikett geht die hier zur Kontrollebene, also nicht nach Elysium. Ich muss wohl eine... Das okay. Ist doch... Ich sollte... Wenn sich das wiederholt, klicke ich es jetzt einfach weg. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Aber dann ist sie ja wahrscheinlich... Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Okay, hier hinten haben Laut wir noch Etikett mehr. Laut Etikett geht die hier zur Kontrollebene, also nicht... Okay, ich mach das jetzt schnell weg, weil sonst wird das ja voll lang. Ich guck mir alle an. Oh, Werbetafel? Oh, schau mich so. Achso, das ist das wieder. Hier nochmal. Die hier. Hey! Scheibenkleister. Ah. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Hä? Aber dann nimm es doch runter. Achso, er nimmt es aber nicht runter. Hm, na, ist ja komisch. Sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Hey! Scheibenkleister. Solange da was drauf. Okay, die geht auch nicht auf. Hä? Irgendwie finden wir keine Kiste, ne, mit der das klappt. Laut Etikett geht also nicht. Auch Elysium. Perfekt. Elender Murks. Die ist zu klein, um mich darin zu verstecken. Ah, verflixt. Wir finden einfach nichts. Die hier geht nach Elysium. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Ich muss wohl ein... Ah, da ist ein Fass. Hier ist kein Etikett drauf. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Aber vielleicht kann er das runterschmeißen. Das ist Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste... Okay, okay. Ist ja gut. Ich glaube aber, eigentlich haben wir alles durch, würde ich sagen. Der komplette Organon zieht sich in die Hauptverwaltung zurück. Es wird schwierig werden, sich unbemerkt dort hineinzuschleppen. Das kennen wir ja alles. Ich drücke hier mal und gucke jetzt ganz genau auf den Bildschirm. Ich gucke ganz genau... Ne, wir haben alle Kisten, würde ich sagen. Das ist ja seltsam. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir erstmal nochmal. Mir ist nämlich auch sowieso noch was eingefallen, was ziemlich gut ist. In der Werbepause, wollte ich gerade sagen. In der Aufnahmepause. Was
wo ich gar nicht dran gedacht hatte. Wir können ja das Baby zwingen, also zwingen, wie sich das anhört, vielleicht ein bisschen aufputschen hier mit dem Lutscher einfach. Dann müsste das ja eigentlich... Na, möchtest du einen Lutscher haben? Huch! Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Oh! Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Oh, da müssen wir gleich mal hinwechseln. Ach, dann war das vielleicht dafür. Ich dachte eigentlich... Fratz. Oh! Ach ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Ey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Ja, doch, irgendwie war es schon lustig. Ich wechsle mal kurz. Also ich gehe jetzt davon aus, nämlich, dass das Baby jetzt die Sicherheitstür da geöffnet hat. Das Kinderschloss, die Kindersicherheitstür. Naja, ist ja auch egal. Wechseln wir aber hier mal kurz. Anscheinend liegt hier jetzt irgendwo... Das ist... Bitte was? Ein Schnuller? Hm, fühlt sich zumindest wie ein Schnuller an. So glitschig und schnulleresk. Na dann. Okay. Ja, es ist ein Schnuller. Will ich zumindest hoffen. Ja, klar ist das ein Schnuller. Vielleicht geben wir den mal Goal. So, das sollte ich glaube, sie vorerst zum Schweigen bringen. Gibst du jetzt endlich Ruhe? Gut so. Tatsächlich, endlich jetzt sagt sie nichts mehr. Aber bringt uns das irgendwas? Können wir jetzt... Na dann. So. Na, hab ich dich. Und was ist das? Gestrüpp? Eine Art Moos oder Gestrüpp. Aha. Und dann können wir jetzt... Oder Sekunde, na den dann. Ast. So. Na, hab ihn. Ach, dann ist das hier bestimmt... Also ich glaube ja, dass das irgendwie ein Monster ist oder so. Und das hier ist wahrscheinlich ein Stück Fell und das hier ist... Oh Gott, ein Stück Horn oder so? Kann man das kombinieren? Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Hey, den hatten wir aber schon. Den mit dem Plot von Geheimakte Tunguska. Okay, wir haben hier noch die Spalte. Na dann. So. Na, fühlt sich so an, als ging es dahinter noch weiter. Ich spüre einen Luftzug und die Luft ist warm und feucht. Oh je, das ist bestimmt Maul oder so. Ich probiere mal, ob ich den Ast in die Wenn Spalte... Wenn ich den Stock dieser Spalte reibe, könnte sich vielleicht ein Feuer entzünden. Und alles, was man dafür braucht, ist ein wenig Zunder. Ah, okay, also tue ich erstmal das Gestrüpp da rein. So, das Gestrüpp steckt in der Spalte. Und nun? Und nun mache ich ein Feuer. Oh, oh. Hey, na klar, so kann ich Feuer machen. Ach, wie er guckt. Jubilate! Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Oh, oh. Ach, du Schande. Oh nein. Goal. Oh, das ist die Stelle, wo wir reingeguckt haben. Oh. Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Oh, voll süß. Goalie. Wenn du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, dreiteilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Gutzi, gutzi, go. Ach, Goal, du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. Ach, sie ist so lebt. Süß. Das ist die Hauptsache. Ja, das stimmt. Sie ist am Leben. Das ist wirklich das Wichtigste. So, dann schauen wir uns doch hier mal um, was es hier so gibt. Auf jeden Fall ist hier Goal. Wir haben nichts mehr. Der Schnuller scheint ja auch verloren zu sein, obwohl das Monster das ausgespuckt Draußen hat. Draußen ist so ein schöner Tag und ich hänge hier in der Gosse rum. Oh je, da hinten. Dunkelheit. Irgendwas bewegt sich da hinten. Dauer. Wie bitte? Nennst du mich etwa einen Angsthasen? Ja, du kannst ja gerne selber nachgucken, Fräulein Großmaul. Siehst Macht du? Sie glatt, oder? Ah, nee, sie traut sich nicht. Okay. Schau mal. Oh, hier ist noch was. Oh, das habe ich nicht gesehen, ne? Aber da bräuchten wir Ach wahrscheinlich ja. was für... Eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Oh doch, er kann es doch mit der Hand.
Huch. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Huch. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. Du glotzt ja immer noch, schlimmer noch. Du kommst ja nicht mehr runter, wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Reg dich ab, leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgibt, wird nicht klüger. Also guck mal doof, reicht schon, das ist hier eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro. Hab ich Soße an der Fratze, krieg ich da eine Glatze? Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze? Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Glotze. Ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott seh. Glaube mir, das tue ich, denn wir wohnen ja auf Deponia. Da ist halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium. Da stehst du falsch rum, schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub? Bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, schau dich um. Ey, Cowboy Dodo, dip, dap, dubub, dub, bip, 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 schau dich um. Hör auf den Tja, Cowboy. Da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge. Alarm! Nein! Kacke, Mann! Oh nein! Oh! Wer ist das denn? Es ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das da ist Gretchen und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon, aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben Sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Mag sein, aber ich hab ja schon einen Rotzbalg an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Kusch! Oh, das ist aber gemein. Ich muss mal ganz kurz gucken. Mich interessiert, was hier beim blauen Rufus jetzt los ist. Hä? Oh je, Mine. Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Hä? Zurück? Wer soll denn gefangen worden sein? Ist ja seltsam. Ist da etwa vielleicht sogar... Da versteckt sich doch irgendjemand. Cletus? Hä? Hey, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe. Ich habe schon alles versucht. Tja. Aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Voll geil. Offensichtlich Rufus, das ist ja mal geil. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns in Nu befreit haben. Sein Kostüm ist nicht übel. Fast wäre ich selber drauf reingefallen. Du bist ja auch drauf reingefallen. Voll geil. Okay, gucken wir mal alles ganz genau ab. Uch, ich wollte eigentlich rüberlaufen. Oh, Sekunde. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Das ist wirklich ungewöhnlich, aber könnte ja noch wichtig sein, dass hier Teppich ausliegt. Hier ist scheinbar sonst nichts. Hier ist scheinbar offensichtlich nichts. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hey. Hallo.
Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Oh, sehr gut. Sekunde. Oder, Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? 10 Minuten darf er mit sich selber sprechen. Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich frage mich, welches Shampoo er benutzt hat. Am Ende wächst der Teppich noch. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ah. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organon nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Voll geil, ich sehe auch jetzt erst, dass er hier Pong spielt. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Okay, super. Auf jeden Fall kommen wir da jetzt an die Sachen ran. Was haben wir denn da? Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Aber wirklich? Also ich wäre natürlich sehr froh über... Oh, wow, das ist ja richtig viel. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Ich finde die geil, Bagel mit Sesam. Man kann sagen, was man will. Aber Sie wissen, wie man einen anständigen Kaffee macht. Jam, jam. Vielleicht das? Okay, das anscheinend nicht. Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Oregano? Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Ach, er will jetzt doch wieder etwas zum Krankmachen finden? Dieser Knastmampf, ich meine... Okay, mal schauen, was das jetzt noch ergibt. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen Ach, vom Organon, ja. Mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Stimmt, jetzt haben wir ja wieder die Einzelteile, um Schüttelpocken zu simulieren. Ist ja geil. Dann fehlt aber noch eine Sache. Da, Zahnpasta! Super! Oh, Zahnbürste gibt's auch noch. Vielleicht können wir das einarbeiten oder so in den Teppich dann. Sekunde. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Ist ein bisschen schade, dass hier scheinbar manche Lines wiederverwertet wurden, die gleich sind und die dann aber so hellhörig sind und andere diesen dumpfen Zellenklang haben. Das müsste ja eigentlich schon alles sein. Aber wir müssen leider erstmal aufhören mit dieser Folge, aber dann sind wir ja schon kurz vor der Flucht hier aus dem Gefängnis und wahrscheinlich zusammen mit Cletus, ob das so gut ist, vor allem weil Rufus denkt, er wäre er und nicht Cletus. Naja, ist ja auch egal. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Goodbye Deponia wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!